Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video und heute wollen wir das neue Nintendo Switch-Spiel auspacken. Es handelt sich dabei um Mario Kart 8 Deluxe. Ja, dieses Spiel ist ab heute im Handel erhältlich. Und dieses Spiel wollen wir heute unboxen. Ich habe hier im Hintergrund meine Lieblings-Mario Kart-Teile mal aufgestellt. Mario Kart Double Dash, Mario Kart Wii, Mario Kart 8 und Super Mario Kart. Das erste Mario Kart für ein Super Nintendo. Und wir wollen heute Mario Kart 8 Deluxe auspacken. Mario Kart 8 Deluxe ist ein Remastered von dem Wii U-Spiel Mario Kart 8, was wir da übrigens sehen. Und es ist im Prinzip ein Port von Wii U auf Switch, halt mit besserer Grafik. Die ganzen DLC-Strecken sind in diesem Mario Kart enthalten, neue Karas sind enthalten und dieses Spiel wollen wir nun heute aufmachen. Ich freue mich wirklich sehr drauf. Ich war auch echt am Überlegen, ob ich mir dieses Spiel überhaupt zulegen sollte, weil ich habe ja schon Mario Kart 8 besessen, aber ganz ehrlich, meine Switch braucht so langsam wieder neues Futter, da Zelda mittlerweile, ich will nicht sagen langweilig ist, aber ich will mal wieder was Neues spielen und das tun wir dann mit Mario Kart 8 Deluxe oder wie man es auch immer aussprechen mag. Hier auf der Rückseite steht drauf: Rennen, Fahren ohne Limit, fantastisches Mario Kart Action auf 48 Strecken. Neue Fahrer ergeben sich die Ehre. Ja, es gibt die Splatoon-Inklinge als Fahrer, dann Gold Mario, dann Bowser Jr. aus Mario Kart Wii, Knochentrocken aus Mario Kart Wii und Mario Kart DS und König Buhu, mein Favorit übrigens aus den neuen Karas, den es in Mario Kart Double Dash halt auch gegeben hat und in Mario Kart Wii. Aber ich verstehe nicht, wieso man nicht Diddy Kong nimmt. Weil Diddy Kong fehlt noch so ein bisschen. Aber darüber wollen wir uns nicht weiter streiten. Es gibt einen vernünftigen Schlachtmodus. Ja, der Schlachtmodus ist zurück. Nachdem der Schlachtmodus in Mario Kart 8 ja miserabel war, so muss man es einfach sagen, er war einfach nicht gut, gibt es nun endlich vernünftige Battle Modes und auch neuere Modis, um den Battle Modus zu spielen. Insignienraserei ist zum Beispiel wieder zurück. Also nicht der Insignienraser aus dem DS und Gamecube-Teil, sondern Insignien-Diebstahl nennt sich das. Da jagt man sich im Prinzip selber um eine einzigste Shine-Sprite. Aber trotzdem eine tolle Sache auf jeden Fall. Es gibt auch neue Items, ja. Also, was heißt neu? Es sind im Prinzip ältere Items. Es gibt einmal die Feder aus dem ersten Mario Kart-Teil. Ne? Hier aus diesem Mario Kart stammt die Feder, die man aber auch allerdings nur im Schlachtmodus einsetzen kann, soviel ich weiß. Also mit dieser Feder kann man halt damals wie im ersten Mario Kart über Hindernisse springen und somit abkürzen. Und halt Buhu. Dieses Item gab es in Mario Kart DS erstmals und wurde bis Datum auch nicht mehr wieder eingeführt. Mit diesem Item kann man Gegnern die Items stehlen. Sofern ein Gegner ein passendes Item hat, kann ziemlich gemein sein. Also sollte man diesen Buhu auf den dritten Platz, sag ich mal, bekommen und jemand hat auf Platz 11 einen Stern oder so, kann man ihm einfach mal den Stern klauen. Finde ich auf jeden Fall eine ganz nette Sache. Und es gibt doppelte Items. Ja, doppelte Items kennt man ja aus Mario Kart Double Dash. Haben sie jetzt wieder eingeführt. Finde ich mega, mega geil. Eigentlich das beste Feature aus Mario Kart Double Dash. Es fehlen vielleicht nur noch die Spezial-Items, dass jeder Fahrer sein spezielles Item hat. Aber hey, die doppelten Items sind zurück. Ja, lokal spielen halt bis zu 8 Spielern und online spielen bis zu 12 Spieler. Daran hat sich nichts geändert. Wollen wir das Modul mal aufmachen und wir sehen erstmals eine Anleitung hier drin. Ja, es gibt tatsächlich eine Anleitung in Mario Kart 8 Deluxe. Warum man keine Anleitung in The Legend of Zelda Breath of the Wild reingemacht hat, ist mir ein Rätsel. Ich meine, was kann man schon bei Mario Kart falsch machen an der Steuerung? Da finde ich es doch viel besser, wenn man eine Anleitung in The Legend of Zelda Breath of the Wild reingepackt hat. Weil da gibt es deutlich mehr Sachen, die man nicht sofort auf Anhieb weiß, wie man die Steuerung so benutzt. Aber es gibt in Mario Kart nicht eine vernünftige Anleitung, aber ne, man sieht ja hier, wie man fahren kann und so. Spiele, wie du am liebsten spielen magst, ne, mit den Lenkrädern, die gibt es auch separat erhältlich für die Joy-Cons, finde ich jetzt nicht so ganz so prickelnd, weil ja, auf der Wii fand ich das Lenkrad auch nicht schon so wirklich spektakulär, ich habe es am Nunchuck damals gespielt. Mit dem Tablet-Controller kann man spielen und mit dem Pro-Controller, damit werde ich es eigentlich spielen. So, hier ist die Cartridge, holen wir sie mal heraus, ich würde mal sagen, wir packen das Spiel jetzt einfach mal vor Mario Kart 8, hier so an die Seite hin. Und hier ist die Cartridge Mario Kart 8 Deluxe. Ich sage einmal Deluxe und Deluxe. Es ist eigentlich egal, wie man es ausspricht. So, hier ist die Cartridge.
Finde ich gut designt auf jeden Fall. Sieht auf jeden Fall besser aus wie von The Legend of Zelda auf jeden Fall. Und das hier ist so die Cartridge. Finde ich auf jeden Fall richtig, richtig nice gemacht. Und ja, das war es auf jeden Fall heute von dem Unboxing-Video zu Mario Kart 8 Deluxe. Habt ihr euch das Spiel auch geholt oder sagt ihr euch eher, ne, ist mir doch ein bisschen zu teuer, weil man halt schon den Wii U-Teil hatte. Ich finde es auf jeden Fall ganz nett von Nintendo und ja, wenn euch das Video auch bis hierhin gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns einfach das nächste Mal wieder zu weiteren Videos. Also, bis zum nächsten Mal, Leute, und ciao.